auf Streife. Ja, weißt ja. Du bist da einen Tag wieder im Dienst und ist alles wie früher. Ja, aber all inklusiv. Ja, natürlich vier Stück. Ich muss mal grad Schluss machen, ne? Gut, tschö. Ich muss mal ganz kurz raus. Ja. Lass mich mal raus, da sind zwei an unseren Autos. Da kannst du mir doch nicht erzählen. Das hast du doch Mossi, da erzähl mir kein Scheiß. Hallo. Ja, gut, dass Sie kommen, gut, ja, dass Sie was kommen. Was ist los hier? Der macht mich ja einfach an. Ich habe keine Ahnung, wer das ist. Ich flyer zu Verleiher hier. Das ist meine Freundin Janina, die ist seit zwei Tagen verschwunden. Ich habe hier überall Flyer verteilt. Ja, ich sollte für 50 Euro die verzahlen. Das ist meine Freundin, das ist meine Freundin Janina. Nee, ich kann die nicht. Und so. Wissen auch nicht, ob die dann, weil der sieht ja nicht so glücklich aus da. Natürlich nicht, das wird ja auch nie machen. Vor der flotten Biene, da ist ein stämmiger Mann zu mir gekommen, meinte, ob ich 50 Euro verdienen will. Wir gehen mal rein. Wo haben Sie die Bilder her? Ich war spazieren und dann bin ich an der flotten Biene vorbei. Und dann kam da so ein großer, stämmiger Typ und meinte, hast du Bock, Geld zu verdienen? Ich meinte, klar. Meinte, ja, komm, ich gebe dir 50 Euro, die hab ich auch dabei. Und ich soll nur Flyer verteilen. Keine Ahnung, wer diese Dame ist. Ja, haben Sie sich da nicht mal Gedanken drüber, wer das sein soll? Ob die Frau da überhaupt möchte, dass die Bilder verteilt werden? Keine Ahnung, mir ist das egal. Ich wollte nur Geld verdienen, mehr möchte ich nicht. Ja gut, das wollen viele, aber wie gesagt, da kann sein, dass Sie da die Persönlichkeitsrechte von der Frau oder verletzt haben, ne? Ja, kann sein. So, und dann diese flotte Biene, das ist doch diese komische Bar da, diese Kaschemme da. Da muss man doch schon hellhörig werden. So, ich komme sofort wieder, ja? Okay. Nick, da waren draußen ja die Streitigkeiten da, ne? Ja. Das ist der Herr Schlüter, der hat hier so Flyer verteilt, überall dran gepappt, mit irgendeinem Mädel drauf. Ich kann dir jetzt gleich noch mal eins zeigen davon. Die sieht nicht wirklich glücklich aus. Und zwar ist das hier wohl gemacht worden in der flotten Biene. Beziehungsweise ist er angequatscht worden, diese Kaschemme da. Ja, genau. Kannst du in der Zeit mal gucken, ob wir ein Einsatzmittel haben, aber eventuell zivile Kräfte? Kannst du mal gucken, dann hole ich dir mal so einen Flyer. Paul und Stefan eben unten gesehen, die müssten nur in zivil sein, ja. Bei Christian Reuter läuten die Alarmglocken. Der Stripclub in der Innenstadt ist einschlägig bekannt. Auf der Suche nach der vermissten Dame erreichen kurz darauf Stefan Sindera und Paul Richter das Etablissement. Bardame, Barmann gesucht, werde Teil unseres Teams. Klingt wie eine Einladung, oder? Klingt wie eine Einladung, die an dich geht. Hä? Pass auf, ich pack das Ding weg. Einmal zur Kette ist für Arnold und 01, der 81 wird eintreffen. Ich würde sagen, dann stelle ich mich mal als Barmann davor, oder? Dann hast du Zeit, dich mit umzugucken. Ich bin deine Anstandsdame. Genau. Sag mal. Machen wir so. Okay. Ich bin der Freund von der Janina. Janina. Und ist einfach seit zwei Tagen meldet sie sich einfach nicht. Und das ist für sie gar nicht üblich. Also sie meldet sich jetzt draußen nicht einfach den Typ mit den Flyers. Und das ist einfach, ich zeige hier mal ein Foto, das ist mein Mädchen, das wird nie so rumlaufen. Und die Bilder haben Sie wo gefunden überall? Jetzt, also war nicht schon ordentlich, hat er schon mal fleißig, ne? Ja, ich bin einfach die Blende gegangen und auf einmal sehe ich ihn wieder da die Bilder hinstickert, wo ich mir denke, das ist doch nicht normal. Ja. So sieht meine Freundin normal aus. Also ich meine, das ist doch, das hat sie doch, das ist, das sieht doch, die sieht doch gequält aus, das ist doch nicht, das wird sie freiwillig nie machen. Und auch sowas anziehen oder sowas? Gar nicht, nein, das ist ein anständiges Mädchen. Okay. Hi! Hi. Schönen Tag. Sie suchen Personal, haben wir oben gesehen. Ah, hallo. Schönen Tag. Was kann ich für euch tun? Hallo. Hallo. Kollege. Hallo. Tobi Meier. Hallo. Der Kollege wollte sich bewerben, deswegen ich bin nur mitgekommen. Wir haben es gerade gesehen, wir wollten mal Hallo sagen. Ja, hallo. Woher weißt du denn von dem Job? Hier müsste jemand arbeiten. Janina Berg, die hatte mir das erzählt, dass ich hier mal vorbeikommen könnte. Du. Und auf Empfehlung dachte ich, ist immer am besten, oder? Ja, okay, komm, setzen wir uns mal. Ja. Unterdessen befürchtet der Freund das Schlimmste. Er ist durch Zufall im Internet auf einen Film gestoßen, in dem seine Freundin übel zugerichtet wird. Der Herr Schröder, der Freund der, ja, ich sag mal, Vermissten, kam mir hier auf die Wache, hat die Bilder gezeigt, hat mir auch normale Bilder von seiner Freundin gezeigt. Also da musste er natürlich schon wissen, dass da irgendwas nicht stimmt. Zwei Tage hat sie sich gemeldet, angeblich hat sie das vorher noch nie gemacht. Da hätte er also tatsächlich auch schon vorher die Polizei informieren können, dass wir da eventuell irgendwelche Fahndungsmaßnahmen in die Wege leiten.
Da fällt mir ein, ich habe noch eine ich habe ihre GPS-Daten. Wir haben das damals so gemacht, weil sie, falls ihr mal was passiert, weil sie ist halt auch viel unterwegs und abends ja, auch. Können Sie sie orten oder ich was? Kann also sie orten. Handy auf jeden Fall. Genau, das haben wir mal vor ein paar Jahren gemacht und das habe ich ganz vergessen. Und ich kann sie halt per GPS orten, das haben wir extra eingestellt. Und ich weiß gar nicht, warum ich da nicht vorher drauf gekommen bin. Hier, laut App ist sie in der Brückenstraße 2. Zeig mir die App an, da wäre sie jetzt genau. Also Sie müssen da sofort jemanden hinschicken. Jetzt wissen Sie, wo sie ist. Brückenstraße 2. Aber ist ja da, wo die... ich komme sofort wieder, ja? Ja. Gib das mal meinem Kollegen weiter. Ja. Nick? Ich bin ja jetzt hier mit dem Freund von der vermeintlich Vermissten hier, die auf dem Foto ist, ja, dazu gange. Der hat das Handy seiner Freundin jetzt mal geortet. Und das meldet sich tatsächlich, oder hat sich da eingeloggt, tatsächlich Brückenstraße 2. Das ist doch da von dieser, ja, von dieser Kaschemme da, ne? Mhm. Ich sag dem zweiten ja, Bescheid. Ja, sagst du mal Bescheid. Ich kann dir an meiner Spezialcocktails mixen. Flying Elephant, da bleibt kein Elefant auf dem Boden. Also wo hast du denn zuletzt gearbeitet? Kann ich mich da mal informieren. Ich kann auch Florian anrufen, wo du früher gearbeitet hast. Also, vielleicht kann der Florian was dazu sagen. Ja. Beste, der hat mehrere Bars, ne? Kann ich kurz aufs Toilette gehen? Wir sind die ganze Zeit schon unterwegs. Nächste Runde, die Treppe runter, ja? Super lieb, danke, okay, danke, ich bin direkt wieder da. Hast du die Nummer bei? Ja, klar, habe ich dabei. Warte. Okay. Ich muss mich halt vergewissern, ja? Ja, genau. Paul Richter funkt umgehend die Leitstelle an, deren Nummer Stefan Sindera als Referenz angegeben hat. Der Kollege steigt sofort auf das Spiel ein. Ja, hallo, Novak hier, der Betreiber von der Flotten Biene. Hier ist jemand, der hat bei Ihnen gearbeitet. Ich wollte mal hören, können Sie mal was über den sagen? Wegen dem Herrn Grimaldi? Ja, der hat für mich gearbeitet. Ja, ja, ja. Ne, ist ein guter, ja. Vertrauensvoll, loyal, zuverlässig, professionell. Da kann man nichts gegen sagen, ja. Der versteht das, ja. Gut, das hört sich ja gut an. Pünktlich, alles. Ja. Ja, das hört sich ja gut an. Dann bedanke ich mich. Jo, danke, wiederhören, ciao. Hi. Sorry. Was machst du denn hier? Nee, erschrecken. Kumpel von mir ist gerade zum Bewerbungsgespräch hier. Ich war bei euch die Klos gesucht, jetzt bin ich auf dich gestoßen. Ja, aber Kunden haben hier unten gar nichts zu suchen. Achso, sorry, der Chef hat mich runtergeschickt. Deswegen okay. Ich wusste nicht, wo ich langlaufe. Und bist du, arbeitest du auch hier? Ja, ich tanze aber nur hier. Oh, Tanz. Ja, ich bin eigentlich müde, aber heute ist leider okay. Nochmal arbeiten. Ja, aber wie kann ich dir helfen? Du bist ja nicht ohne Grund hier unten. Also wie gesagt, Kumpel bewirbt sich gerade oben irgendwie als Barkeeper. Er sucht okay. Irgendwie Leute und ich bin einfach mitgekommen. Wir haben das über die Janina irgendwie gehört. Sagt ihr was, Janina Berg? Ja, die arbeitet Freund. Hier, aber ich habe die heute noch gar nicht gesehen. Ist sie gar nicht hier heute? Bis jetzt habe ich sie nicht gesehen, nee. Ich bin auch jetzt vor 10 Minuten erst hier angekommen. Ach so, okay. Weil so ein bisschen auf die Empfehlung von ihr kommen wir hier hin. Und okay. Wäre natürlich cool gewesen, wenn die auch hier gewesen wäre, so wie es eigentlich... Ja, vielleicht kommt die noch, ich weiß es nicht. Okay. Ja, der hat das bestätigt. Das hört sich ja gut an. Ich bin der schnellste Shaker Nordrhein-Westfalens. Ja, das sagen sie alle. Gesagt haben, ne? Das sagen sie alle. Das geht ruckzuck bei mir. Dann hören wir doch mal Kosten hier. Ja, ich wollte jetzt gar nicht so überrennen. Ich, ja. Machst du auch noch andere Sachen außer Tanz? Also, oder nur was, Tanz was meinst du? Ja, ich habe das irgendwie von Janina gehört, dass auch so ein bisschen so in die SM-Szene, das ist eher so ein bisschen mein Ding. Okay, also ist jetzt für mich neu. Ich weiß zwar, dass hier Filme ab und zu gedreht werden, aber hier, oder ist cool. Nicht meins, ja. Soll okay. Wohl, also kann ich jetzt tatsächlich nicht viel zu sagen. So, jetzt bin ich gespannt, ob du meinen Flying Elephant verträgst. Tja, dann wird sich ja jetzt zeigen, was du so von dir gibst. Ja, das Beste, ne? Jawohl. Du, Hammer. Lass es dir schmecken. Guck mal. Ja. Wie sieht es denn mit Drogen aus? Hast du schon mal genommen, oder? Meinst du jetzt Drogen nehmen oder auch verkaufen? Ja. Bietest du das hier an, oder? Beides. Also, okay. Hast du schon mal genommen? Was hast du damit zu tun gehabt? Ja, probiert. Guck mal, ich war in den ganzen Bars tätig und da bleibt das ja nicht aus. Ne? Gegen okay. So ein Taschengeld für mich, da habe ich dann auch immer so ein bisschen unter der Hand. Ne? Alles klar, okay. Probier mal, ja? Das ist ein schönes Nebengeschäft, was man hier machen kann, ja? Ja. Okay. Denke ich mal. Boah! Sag mal, bist du irre oder was? Hier willst du mich vergiften oder was? Das soll ein Cocktail sein? Komm, mach, dass du rauskommst. Hier, das hat sich erledigt. Das ist doch kein Cocktail, das ist Spülwasser. Hey, vielleicht stimmt irgendwas nicht. Nee, das stimmt alles hier. Da, guck doch, da stehen die Flaschen doch. Nee, lass mal gut, probier mal selber. Das ist ja Spülwasser, was du mir hier gibst.
Nee, du willst schon mal Cocktail gemacht haben, das kann ich dir nicht glauben. Das geht nicht. Bitte verlass die Bar. Mal, vielleicht habe ich heute einmal einen schlechten Tag gehabt. Nein, boah, hör auf, mir ist gerade zu schlecht. Ey, bitte, gib mir doch eine Chance. Nein. Bitte. Nein, hat sie erledigt. Das, wenn du nur nicht meinen Cocktail machen kannst, dann hat sich das für mich erledigt. Vielleicht schmeckt dir nur meine Kreation nicht. Nein. Feierabend. Ich habe gedacht, da kommt jemand anderes. Ich bin schon entlassen. mein Flying Elephant hat ihm nicht geschmeckt. Pass auf, aber irgendwas ist hier nicht ganz koscher. Er wollte auch, dass ich hier Drogen verkaufe, ne? Hat er so gefragt. Er? Ja, ja, der Typo, Chef. Ja, das passt ja. Hast du was rausgefunden? Ich habe gerade mit einer jungen Dame gesprochen, die hier tanzt. Hm. Und gefragt, ob die irgendwas mit SM oder sowas weiß. Sie sagte nur, dass hier auch Filme gedreht werden, dass die aber heute, die Bergen, heute nicht heute hier gewesen wäre. Dass hier Filme gedreht werden? Ja, wir haben dann Geräusche wahrgenommen aus einer Räumlichkeit. Wir können das gar nicht genau zuordnen. Als wir dann allerdings die passende Tür zu den Geräuschen geöffnet haben, also da hat sich bei mir so ein bizarres Bild eröffnet. Das habe ich, ich glaube, in den letzten 10 Jahren meiner polizeilichen Tätigkeit nicht zu sehen bekommen. Und es hat gegruselt. Was ist das denn? Ja, warum? Tritt zurück! Lass den Scheiß fallen! Warum wird du sollst denn hier zurücktreten, Mann! Warum wird denn hier der Dreh beendet? Wir drehen hier einen Arthouse-Bereich für ein anspruchsvolles Publikum. Das Filmset des Arthouse-Films haben die Beamten damit gefunden. Doch von der Vermissten fehlt nach wie vor jede Spur. Für Christian Reuter gibt es jetzt Grund zum Misstrauen. Also Sie brauchen sich keine Gedanken machen. Wir haben Kräfte vor Ort. Sogar in Zivil. Zivilkräfte haben Sie vor Ort? Genau, dass man mal gucken kann und nicht direkt als Polizei erkennbar ist. Ne? Das ist manchmal. Was? Okay, sag ich, das ist gut, dass Sie Zivilkräfte da vor Ort haben. Das ist sehr passend. Dann würde ich jetzt, wenn es geht, einmal kurz auf Toilette gehen. Die Blase drückt ein bisschen. Ja, können Sie machen. Dankeschön. Der Kollege zeigt Ihnen mal. Alles klar, ich komme dann sofort wieder. Weg hier. Vorne rechts. Raus und. Auf Zivil ist er aber sehr nervös geworden. Ne? Ja, komischer Typ, ne? Nach diesem zwielichtigen Telefonat checkt Christian Reuter umgehend die Adresse, die sich auf dem Flyer befindet, und entdeckt dabei, dass es sich bei dem Melder offenbar um einen Horrorfilmregisseur handelt. Diese Information leitet er sofort an die Kollegen im Stripclub weiter. Der Melder auf der Wache, der ist wohl jetzt doch nicht mehr so das feine, unbeschriebene Blatt. Der hat wohl angeblich ein Telefonat geführt, wo der Kollege davon ausgeht, dass hier gewarnt werden sollte. Er sagte irgendwas, ob die Requisiten präpariert sind. Wo haben Sie die Requisiten stehen? Die Requisiten, die sind vorne im Sanitärbereich. Also wir haben hier eine kleine Auswahl von Requisiten. Hier die Maske, die Hand und die Achse gesehen. Hier das ausgestopfte Tier. Und wir haben hier vorne, wenn Sie hier rechts runtergehen, sind noch Sanitäranlagen. Ja. Da ist auch noch was. Guten Tag. Ganz locker, bleib mal hier. Dich suche ich. Bleib mal hier stehen. Ja. Stefan! Ja. Wo wolltest du hin? Ich wollte das Kleid hier ein bisschen auswaschen. Ich habe vorhin ein bisschen meinen Cocktail zu mixen. Ein bisschen Kirschsaft. Ja, wir sind auf der Suche nach dir, ne? Nee, nach mir? Arnold 81, einmal zur Kenntnis, wir haben die Berg angetroffen. Im Obergeschoss geben die Beamten ihre wahre Identität preis. Jetzt ist eine Erklärung fällig, warum die 29-Jährige offenbar die Requisiten verschwinden lassen wollte. Sie sind beschuldigt am Strafverfahren erstmal. Geht um Handel von Betäubungsmitteln, ne? Und wenn Sie mit der anderen Sache nichts zu tun haben, so, Sie wollten sagen, Sie sind nicht gegen Ihren Willen hier, ne? Nee, mir geht's gut. Das so, war. Und was war die Aktion mit Ihrem Kumpel da oder mit Ihrem Lebensgefährten? Wer ist das? Ja, das ist mein Freund. Was? Ja, das war alles inszeniert für den Film, um Werbung zu machen und. Was? Dafür meinen Sie, einen Polizeiapparat in Schach halten zu müssen, oder was? Naja, ich wusste ja nicht, dass das so strafbar ist. Wir sind ja nicht Ihre Werbeträger. Ja, aber was denken Sie? Ich habe das ja, Lars hat gesagt, das geht alles klar. Und ich wusste ja nicht, dass das jetzt eine Straftat ist. Und ich sollte einfach nur das Kleid irgendwo. Kannst du mir sagen, was hier los ist? Wollen Sie weiter erzählen? Ja, oder? Es tut mir leid, ja. Dann kann ich es jetzt ja doch zugeben. Das ist mir ein bisschen unangenehm, ein bisschen peinlich, das zu zugeben. Ich bin halt Filmproduzent, wie Sie jetzt schon wissen. Und heutzutage ist es gar nicht einfach, ein Publikum ranzuziehen und
Ja, es tut mir auch wirklich leid. Das sollte einfach eine Aktion sein. Wir wollten eine Entführung vortäuschen, das Ganze mit einem Polizeigroßeinsatz dann zu küren, in der Hoffnung, in der Zeitung zu stehen und dass das dann auffliegt, dass das alles nur wegen unserem Film ist. Und das ist alles gefilmt worden jetzt da? Das ist alles gefilmt worden, das ist alles nicht echt. Ticken Sie noch sauber oder was? Wissen Sie, wie schwer... Finden Sie das lustig? Ja, wissen Sie, wie schwer das ist, überhaupt heutzutage an Publikum zu kommen? Sie binden hier Polizeikräfte für so einen Scheiß, oder was? Was soll ich Ihnen jetzt sagen, ne? Das ist... Ja, ich kann Ihnen was sagen. Sie sind jetzt beschuldigt im Strafverfahren, ganz einfach. Ich weiß nicht, ob Sie das immer noch lustig finden. Ja. Das ist nämlich Vortäuschen einer Straftat. Und da gehört Ihre komplette Truppe mit dazu. Sie binden hier Polizeikräfte, da sind Zivilkräfte draußen. Hier binden Sie zwei Leute. Das ist ja, wie alt sind Sie? Es geht um den Erfolg des Films, da spielt das Alter keine Rolle. Da geht's um den Erfolg des Filmes. Es geht um den Erfolg des Filmes, um die Vermarktung. Bessere Publicity hätte ich gar nicht haben können als ein Polizeigroßeinsatz. Da werden wir Ihnen schon noch zeigen, was Sie für Publicity haben. Das garantiere ich Ihnen aber. Die Kosten für diesen Einsatz klagt die Polizei zivilrechtlich ein. Der Chef des Stripclubs muss sich wegen Drogenhandels verantworten.